what is absolutely clear is our full solidarity with the United Kingdom and our extreme concern about what has happened. That is really unacceptable. I've been very heartened already by the strength of the support that the UK is getting in respect of the incident in Salisbury. And I must say, I think that is partly because they can see that Britain is acting in punctilious accordance with our obligations under the Treaty on Chemical Weapons. And I would contrast that with how the Russians are behaving. Letztlich wird es heute auch um den Fall Skripal geben. Auch da sind wir in den letzten Tagen sehr intensiv und sehr detailliert von den Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien informiert worden. Alle Informationen, die wir haben, deuten darauf hin, dass es keine alternative, plausible Erklärung dafür gibt, dass hier auch eine Mitverantwortung der russischen Seite besteht. Und wenn auf der russischen Seite man der Auffassung ist, dass man das entkräften kann, dann soll das geschehen, dann muss das bilateral gegenüber den zuständigen Stellen in Großbritannien auch getan werden. Aber die Informationen, die wir haben, sagen etwas anderes. Und deshalb stehen wir in dieser Frage fest an der Seite der Kolleginnen und Kollegen in Großbritannien. Und das werde ich heute auch meinem britischen Kollegen noch einmal sagen. Il y a bien sûr la question de Novichok qui va être posée, sur laquelle il est souhaitable qu'il y ait l'unité totale des Européens et pour laquelle il y ait une solidarité avec la Grande-Bretagne. Et nous partageons l'analyse faite par les Britanniques selon laquelle il n'y a pas d'explication plausible autre que celle de la responsabilité de la Russie. Tenemos un proyecto de declaración común que está en vías de obtener un consenso generalizado, donde mostramos nuestra solidaridad con el Reino Unido, como no podía ser menos, y pedimos que se aclaren este gas que ha sido desarrollado por Rusia, que se aclare cómo ha podido llegar hasta el señor Skripal en Salisbury. Y en ese marco, pues llamaremos a que la OPAC participe en esa investigación. Position Österreich ist da in erster Linie eine Aufklärung. Ja. Wir sind im Prozess noch der Aufklärung und es werden eben jetzt Beratungen sein für diese gemeinsame Resolution. Aber unsere Haltung ist zuerst eine ganz genaue Sachverhaltsdarstellung in Zusammenarbeit mit der Chemiewaffenagentur und mit allen Beteiligten. Je voudrais dire surtout, quatre ans après l'annexion de la Crimée, au lendemain de l'élection présidentielle en Russie, que nous devons continuer à la fois à montrer notre solidarité avec l'Ukraine, ce qu'on a fait ce matin dans une rencontre avec Pavlo Klimkin, mais aussi à montrer notre solidarité avec la Grande-Bretagne, en espérant que le président russe va accepter de participer concrètement et ouvertement, et de manière transparente, à une enquête sur les événements qui se sont déroulés à Salisbury. C'est particulièrement grave de voir utiliser des armes chimiques, comme ça a été le cas encore dans ce dramatique incident. We want to express our solidarity with the UK. And, it is very important that he comes to brief the council today and that we get all the information that we need. This is an important discussion on the follow-up to all of this. We of course know that it has not been easy always to get the unity around the side to back up the sanctions that we already have decided on. But I think that the discussion today will give a good ground for further actions. And very, very important that we are united and that we demonstrate our solidarity with the UK today. Selbstverständlich, ich meine, alle haben schon eine entsprechende Solidarität bekundet und das wird heute nur bekräftigt. Ich glaube nicht, dass darüber diskutiert wird, aber jetzt geht es einmal um die Solidarität und ein genaues Assessment über diese Situation, was hier vorgefallen ist. Aber dieses Ereignis ist verabscheuungswürdig und muss entsprechend auch verurteilt werden.